Zunächst allen, die den Film anschauen, ein herzliches Grüß Gott. Wir können in den Kurzfilm jetzt miterleben, wie heute noch auf dem Bauernhof von Friesen-Luis in Innerdurach St. Waldburg-Ulten auf 1500 Meter Meereshöhe Bratbachen wird. Das Bratbachen ist heute noch eines der wichtigsten Ereignisse während des Jahres auf dem Bauernhof. Einerseits, weil es eine sorgfältige Vorarbeit braucht und viel Hände zum Mithelfen vernähten sein. Andererseits ist es ein wichtiger Tag, weil ja für ein paar Monate das tägliche Brot gebacken wird. Schon a drei Tage vorher müssen Vorbereitungen getroffen werden. Das erste ist den Sauertag herrichten. Der beim letzten Bochen übrig gelassene und getrocknete Tag, ca. 0,5 Kilo, wird in lauwarmem Wasser aufgebracht. Es kommt 5 Kilo Mehl dazu und 2 bis 3 Liter Wasser. Die Masse wird in einen Zuber gegeben und eine halbe Stunde mit einem Mörser geriert. So entsteht der Hefetag. Die Ultner heißen das Höfeln. Der Tag bleibt nachher 1 bis 2 Tage stehen. Der Bauhofen ist meistens ein Zubau zum Bauernhof. Manchmal steht er auch frei. Die lange Stange mit der Huder dran heißt man die Zusel. In der Mitte von Ofen zündet der Bauer ein großes Feuer mit Lärchenscheiter an. Wenn sich die Ofenwände weiß verfärben, ist genug Hitze drin. Inzwischen richten die Weiberleute die Tafeln her. Auf die lärchenen Bretter werden leinerne Brattücher draufgelegt und Grischen draufgesandt. Von der Diel holt man noch einen Zuber, Rierbrett, Tafeln und die Schragen an. Im Zuber werden die Tagmassen hergerichtet mit Mehl, Wasser und Hefetag. Das Salz darf man natürlich nicht vergessen, sonst gibt es ein Label als Brat an und man hat nachher ein Gespitz von der ganzen Nachbarschaft. Jetzt kommt nachher Bratklär, Anis, Kimmel und Fenchel dazu und es wird geriert, bis der Tag geschmeidig wird und Blasen wirft. Ist nachher fertig kreiert, nachher wird Brot aufgemacht. Wir sehen da, wie die Marianne und der Karl aus dem Tag 2 oder 3 Knädeln machen und auf die Tafel legen. Zweiteilige Brote heißt man Perlen. Die Dreiteilung heißen die Ultner die Biedler. Ist eine Tafel voll, wird sie auf den Schrauben gelegt, bis der Tag gegangen ist. Dazu braucht es ungefähr 2 Stunden. Je nachdem, wie warm es in der Stube ist. Heute haben wir eine gute Wirben da drinnen. Schau gleich, wie in die Aufmacher der Schweizer rinnt. Derweil in der Stube aufgemacht wird, muss natürlich der Ofen hergerichtet sein. Ja,
Jetzt kommt erst das eigentliche Bochen. Der Bauer, der sich mit Priesenluis tut aufgeben, das heißt, von der Tafelwärts gegangene Brat auf die Bratschaufel legt und nachher auf die Bratschüssel. Die schiebt er Sepp in den Ofen rein und wirft sie um. Dies erfordert natürlich eine gewisse Geschicklichkeit. Die Arbeit heißt man nachher Schießen. 5 Tafeln haben in einmal Platz in den Ofen. Nach ca. 5 Minuten holt man mit der Bratkrug das gebrochene Brat aus und schichtet es wieder auf die Tafel. Das ist richtig appetitlich zum Einbeißen. Das kommt nachher in die Bratkammer. Der Priesenfranz ist der Aufschichter. Er legt die Bratlarben in die Bratschragen oder Bratrahmen. Das ist notwendig, damit Luft dazu kommt und das Brat nicht schimpelt. Nach ca. 3 Wochen ist er so hart wie ein Stein und kommt nachher in die Bratkisten. Da ist es sicher vor Ungeziefer, vor allem für die Mais. Derweil es Brat backen wird, den in der Stube die Aufmacher fleißig weiterarbeiten und richten neue Baler oder Bieler her. So dauert das Backen von 6 in der Früh bis spät auf den Abend rein.